Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Quiz. In der letzten Folge haben wir den Bereich Rot abgeschlossen und sind jetzt zum Bereich Grün angekommen. Grün scheint mir gerade was mit Natur zu tun zu haben und ich glaube, Rot war der Wind. Es war sehr eindeutig, dass der Wind eher rot war. Und jetzt sind wir bei den Pflanzen angelandet. Angekommen. Können wir noch eine Abkürzung nehmen oder geht es immer weiter runter? Leichte Verwirrung. Müssen wir jetzt nach links oder nach rechts? Ich bin eigentlich immer daran gewöhnt, dass man bei 2D-Spielen nach rechts läuft. Gelegentlich auch nach links, weil man da irgendwas sucht. Mal kurz auf die andere Seite da machen. Kleiner Augenblick. Ja, und sonst so. Dauert nur ein bisschen, bis ich da hinten angekommen bin. Es wird auch leicht rot. Nee, das war nur... Ah, okay, hier kann man nicht weiter. Okay, da jetzt müssen wir nach links laufen. Wird ein bisschen ungewohnt sein, ständig den A-Knopf zu drücken. Sonst lenkt man, wie gesagt, immer nach rechts und das ist dann der. Guck mal, jetzt sind Schmetterlinge aktiv. Doch, das wollte ich jetzt nicht machen. Wartet mal, ich glaube, ich muss in die Mitte wieder. Das wird eindeutig der große Wahn. Vielleicht doch was anderes. Vielleicht kommen wir mit den Sternbildern irgendwo anders hin. Vielleicht mal wieder nach oben. Wie glaubt. Wir waren. Oh, da kann ich nicht auf, oder? Ich glaube, wir waren bei der Hand ganz oben. Oder? Nee, wartet. Wenn das eine Statue war, ist ja klar, dass wir ganz oben waren, wenn sie steht. Leicht verwirrt. Jetzt kommen wir rüber. Jetzt verstehe ich nicht. Was ist das für ein Symbol? Hätte ich unten nochmal nachgucken sollen? Hätte sein können, ich laufe einfach. Über die mordslange Brücke. Nein. Aus. Böse Schmetterlinge. Und wir kommen nicht mehr nach hinten. Muss ich jetzt hier runter? Ich sag doch, wir haben hier was mit Pflanzen zu tun. Gut, da kommen wir nicht lang. Leicht, immer leicht verwirrend, wo man dann lang gehen muss. Ich glaube, jedes Mal so, wie der Charakter steht, so müssen wir auch langlaufen. Hitze! Bin mir gerade hinterhergerannt. Seid lieb. Nicht am Bein knabbern. Was seid ihr denn? Du Fisch! Und raus! Kleine Begrüßung am Anfang. Das wäre kein Level für die Karte. Hier ist über Insekten. Hier waren gerade Libellen, Insekten. Schnell weg.
die Dinger verschwinden. Da unten gerade Fischis. Habe ich das gerade richtig gesehen? Was bist du? Nichts Besonderes. Warte, Kumpel! Ich will deine Blätter auf den Kopf. Oder was das auch immer war. Gib mir deine Blätter. Hey, hab doch keine Angst. So hässlich bin ich gar nicht. Da läuft es doch. Ich frag mich, ob wir hier... Ich glaube, wir bekommen hier noch eine weitere Fähigkeit. Aber wie sieht diese Fähigkeit aus? Ei. Okay, so ungefähr. Warte noch mal kurz. Entschuldigung. Ich glaube, so eine Wörter passen zu diesem Spiel nicht. Oh, geschafft. Ich glaube, wir bekommen irgendwas, wo wir die Teile anhalten können oder irgendwas anderes oder wir schweben. Ich beachte mal kurz... Okay, die Äste, da muss ich beachten. Oh, oh, verdammt. Da kommt schon... Ah, verdammt. Ich muss hier rauf. Schauen wir uns erstmal hier hinten um. Vielleicht finden wir einen Stern oder... Nee, Stern brauchen wir, glaube ich, nicht. Da musste ich mich mal kurz räuspern. Ich gehe, glaube ich, noch trotzdem nur meinen Weg nach oben. Machen. Ja! Strike! Entschuldigung. War aber eine kleine Freude gerade bei mir. Dazu können wir eh nicht. Also eine Etage tiefer mit uns. Hey, das war mein Apfel. Mein Apfel zurück. Kotzen aus oder so. Oh, die Tesi. Ich nenne dich jetzt Tesi. Nämlich Tesi verfolgt mich auch in jedem Spiel. Ich habe einen neuen besten Freund. Namens Beutelchen. Ja, so siehst du auch wirklich aus wie ein Beutel. Kleiner, süßer Beutel. Bla, er läuft unten lang, wie oben.
Geh gleich mal nach oben. Ich glaube, wir müssen nach oben. Kollege, du wirst voll hardcore ignoriert. Ich glaube, da oben kommen wir nicht lang, ne? Nein, wir müssen andere Seite. Und da weiter rüber. Aber das Beutelchen kann man sehr gut wartet sehr gut. Manipulieren? Nur mit einem Apfel? Ich habe den Apfel gerade da. Hier sind mehrere Äpfel. Das Vieh will einfach nur einen Apfel haben, mehr nicht. Es will eigentlich keine Freundschaft. Es ist satt. Kleiner Mann. Kleine Frau eigentlich. Wenn du Beutelchen bist. Ja, nein, 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 nein. Ich muss mal kurz auf den komischen Baum warten. So. Ich hoffe, das Vieh ist dann satt. Und hilft uns ein bisschen weiter. Es freut sich. Ist er knuffig? Es hat sich gefreut. Beutelchen. Ups. Abwärts. Hi. Was mit? Kleiner Freund? Ist das knuffig? Du willst auch mal anfassen. Sag mal, was isst du da? Gut, ich glaube, ich muss... Genau, Beutelchen, komm mit. Ich weiß nicht, ob wir das Vieh brauchen. Ja, brauchen wir. Das ist anscheinend der Herr der Wurzeln. Warum wird es hier wieder so rot? Sag bloß, es brennt. Rot und Wald. Also Bäume. Heißt ja immer, dass hier irgendwo ein Feuer ist. Oder die Sonne reinscheint. Ich glaube, kein Beutelchen kam da gerade nicht weiter. Das ist ein Apfel, ich hab's gesehen. Läuft doch! Ah, kleines Beutelchen. Also das war jetzt nur geraten, dass das Vieh das kann. Und es hat sich gefreut, dass das puddelig putt kommt. Nicht hängen bleiben. Es macht mit. Das ist wirklich die Teesaufen. Thank you.
Was hast du? Ah, verstehe. Oh, komm her, zusammen. Ist es schon unten? Alles in Ordnung? Da kam der Hintern aus seinem Kopf raus. Das ist merkwürdig. Guck mal, noch ein Apfel. Es ist satt. Muss er doch wachsen. Genau wie unser Beutelchen. Äpfel. Steht bei mir. Errungenschaft Äpfel. Na komm. Nicht stehen bleiben. Immer weiter. Was? Okay, wir müssen, glaube ich, jetzt alleine weiter. Oder es ist satt. Könnte auch sein. Och nein. Es war so süß. Hat sich, glaube ich, noch bedankt. So, oh, danke für die Äpfel, du Noob. Ja, sein könnte. Tut mir ja leid. Ich gehe ja wieder. Vielleicht finden wir hier unten etwas. Hi. Ist sogar gewunken? Ja, es winkt. Lauter Thesis hier. Habt ihr vielleicht irgendwo eine Murmel gesehen? Ich habe das Gefühl, dass ich gerade leicht falsch lang gelaufen bin. Hallo. Hi. Hallo. Hört auf zu winken. Warum winkt ihr alle? Uncool. Die sehen so ein bisschen aus wie die eine von South Park, der kleine Bruder von Kyle. Ey, das sind das sind lauter Beutelchen. Das sind verschiedene Teesorten. Ja, nee, ist klar, ne? Danke, Beutelchen. Ah, da ist er. Ich wollte gerade sagen, wo ist unser Stern hin? Eins fehlt uns noch. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob wir hier richtig sind. Sind aber noch nicht hier lang gelaufen. Gut, ich glaube, das geht einfach nur zur anderen Seite der Macht. Also gehen wir jetzt einfach mal da lang. Ich glaube eh, dass wir nach oben müssen. Okay. Passen sich unseren Sprung an. Das wird witzig. Das heißt, wir müssen erstmal so. Das
meine Güte. Na oha. Bin ich froh, dass wir das... Verdammt. Dass wir das gerade hinbekommen haben. Ich glaube, ich weiß, wie ich rüberkomme. Geschafft. 2 Punkte haben wir. Eine neue Fähigkeit bekommen wir jetzt. Deswegen die 2 Punkte. Hui, können fliegen. Lass mich raten, Doppel... Ich habe zu schnell gedrückt. Auf jeden Fall gleiten können wir jetzt. Ich dachte, wir können jetzt richtig schön nach oben fliegen. Oh Gott. Oh. Schafft. Warte noch mal kurz. Schafft. Ah. Die Schmetterlinge helfen uns weiter. Das ist überall, wo die Schmetterlinge sind, da können wir... So wie hier, glaube ich. Erstmal auf die andere Seite. Ja. Ich gehe erstmal auf die andere Seite. Ich spring mal. Okay, war also richtig. Das sind die Schmetterlinge. Oh, ich wollte schon sagen. Leiten! Muss ich, kann ich auf den Baumstamm da hinten? Sonst wüsste ich gerade nicht, wie ich das machen könnte. Ja, so haben wir es geschafft. Aufwärts. Ja, aufwärts.
Ach du meine Güte, wartet mal. Ich wollte schon sagen, jetzt bin ich verzweifelt. Hier können wir wieder nach unten. Ich schaue mich aber erstmal hier um, oder? Wartet mal. Ich bin mir so... Gott sei Dank bin ich hier erstmal... Hier geht es leider doch nicht weiter. Warum hat das gerade nicht funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Und das nächste wird wahrscheinlich sein, dass wir schwimmen können. Oder uns in verschiedenen Tieren verwandeln können. Vielleicht wird es ja noch düster. Bär. Oh, verdammt. Warte! Ich will auch noch rüber. Ja, verdammt. Okay. Doof abgepasst. Nein! Ich bekomm's noch hin. Leute, ich bekomm's noch hin. Ist so seltsam. Und eine Etage wieder höher. Wird das jetzt ein Doppelsprung? Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben. Muss arbeiten, um nach oben zu kommen. Wo sind wir denn jetzt hier? Gott, was ist das denn? Mal auf die andere Seite und lass da die Schmetterlinge auch frei. Guck mal, hier weint sie. Oben kommt sie langsam runter. Die Statue. Glaube ich. Sieht jedenfalls danach aus. Was ist das? Aufstand der Frauen? Links kommen wir hoch.
habe jetzt einfach nur die Biege gemacht. Ich hoffe, das ist richtig. Sehr lieb, Piepmatz. Ich mag Vögel. Alter, schrei deine Seele aus dem Leib. Tschüss. Gib sie. Danke. Ich weiß jetzt nicht, was wir gegen diesen Vogel machen müssen oder ob wir überhaupt was machen müssen. Wartet, vielleicht kommen wir da hinten hin. Können wir das Teil... Nein! Das Teil noch holen. Nein! Ich komme da hinten nicht. Ich komme da nicht hin. Gut, ich komme da gerade nicht hin. Ich weiß nicht wie. Vielleicht geht es auch. Dann muss das Teil leider da stehen bleiben. Gut, ich dachte, ich könnte noch eine Abkürzung nehmen. Süß bist du, ja? Ja, ja. Sei lieb. Ah, wartet. Danke, Kumpel. Freund Blase. Ich glaube, der Vogel mag uns nicht. Hier kommen wir nicht lang. Gib sie aus. Hätte er sein können. Wartet, ich muss, glaube ich, dann... überlegen. Ich glaube, ich muss dann okay, wartet. Ich auf dem Baum.
Da muss ich aber erst einmal, dann glaube ich, den Kasten aktivieren. Verdammt, das war zu spät. Danke! Ah. Oh. Upsi. Vielleicht war das auch einfach nur ein Kumpel. Könnte ja möglich sein. Gut, hier müssen wir nicht lang. Nach oben. Oh. Laufen. Tschüssi. Verstehe ich nicht ganz. Aber okay. Mal schauen, wo wir jetzt sind. Wir müssen ja eigentlich... Oh Gott, wenn wir jetzt abstürzen, dann haben wir eine Arschkarte. Dann sind wir garantiert tot. Und der Baum haut ihn nicht ab. Hätte ja sein können, dass er jetzt noch abhaut. Wartet, ich glaube, ich muss da rüber. Dann immer weiter nach oben. Irgendwann sind wir beim Olymp und können Zeus die Hand schütteln. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ist es? Also war das richtig? Oh Gott, weiter höher. Oh. Unsere Sterne habe ich total vergessen. Doch, ein kleiner Kampf dazwischen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir... Naja, okay, großer Kampf war das jetzt nicht. Aber doch ein bisschen Action. Und natürlich diese lange Treppe, wo meine Oberschenkelmuskulatur schon unten bei den ersten drei Stufen stattgemacht hätte. Und ich glaube, wir bekommen das nächste Kapitel.
Und wir brauchen einen Regenschirm. Und wir haben Errungenschaft blau freigeschalten. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, ich werde hier wieder einen kleinen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.